Hallo und herzlich willkommen zu unserer 22. Sendung 2017. Ich begrüße Sie heute zu unserer neuen Sendung. Wir Schüler der Regionalschule am Schweriner See in Bad Kleinen produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung von Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend laufen zu sehen. Die Sendegenehmigung hat der Heimatverein Bad Kleinen e.V. Heute bin ich fürs Lange für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera und der Ton war in der Verantwortung von Sandra. Leitung hat Laura Weindorn. Was haben wir heute im Programm? Nachrichten aus Bad Kleinen, der Kindertag 2017 in Bad Kleinen. Jetzt aber erstmal zu den Informationen der Region. Die Notfalltelefonnummer von Kabelnetzbetreiber Bad Kleinen, des Zweckverbands Wismar und der WEMA.com in Schwerin. Der Zweckverband Wismar. Ich habe jetzt unsere Nachrichten aus Bad Kleinen vom Kindertag 2017 vorliegen. Und natürlich meine allerherzlichsten Glückwünsche, ihr Lieben, zum Internationalen Kindertag. Das wollen wir noch nicht vergessen, heute erzählt ihr die Hauptperson. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. Das ist ja schon in guter Tradition, dass wir zum Kindertag oder zumindest nicht dabei immer irgendetwas Besonderes machen, dass die Kollegen, die Lehrer und Mitarbeiter unserer Schule für unsere Kinder etwas organisieren, sodass dieser Tag für euch was Besonderes wird. Ich durfte mich diesmal beim Organisieren zurückhalten. Ich übergebe einfach an die, die hier ganz viel Ahnung haben und die hier heute den Hut aufhaben. Ich wünsche euch heute ganz, ganz viel Spaß. Ihr seht hier hinten in guter Tradition. Alles andere werden die beiden euch hier erklären, was es mit dem leiblichen Wohl heute oder wie wir für euer leibliches Wohl heute sorgen und. Das machen die beiden. Also viel Spaß. Ganz kurz natürlich auch von uns beiden unsere herzlichen Glückwünsche zum Kindertag, auch wenn unsere Klasse heute ohne Kuchen der Klassenleitung auskommen musste, weil sie ganz fleißig arbeiten mussten. Und ein Dankeschön an die 10. Klasse, die immer noch fleißig arbeitet, aber die euch nachher zeigen wird, was der Ball rund ist. Ne? Ansonsten alles, was ihr jetzt wissen müsst, auch heute müsst ihr gut zuhören, damit wir das alles gut hinkriegen und ihr nachher ganz viel Spaß habt. Und jetzt gebe ich uns viel Freude. Ich bin jetzt der dritte Bunde, von mir herzlichen Glückwunsch. Und damit will ich auch gleich beginnen. Über die nächsten Minuten werde ich euch also begleiten, immer gut zuhören, wie Frau Kühne schon sagte, damit ihr auch wisst, was ihr machen sollt. Wir beginnen also jetzt mit den Staffeln bis halb elf. Nach halb elf dann nachher Sport und Spiel. Dazu dann aber mehr nach den Staffeln. Ihr wisst, ihr habt alle Nummern bekommen für die Staffeln. Jetzt ist es wichtig, dass ihr ganz schnell reagiert. Und wenn ich die Staffelnummer aufrufe, dass ihr wirklich nach vorne kommt. Und das, was dann der Staffelführer, den ich auch schon bestimmt habe, dann macht ihr das auch gut. Und zwar rufe ich jetzt nach vorne die Staffel 1. Hintereinander eine Reihe. Felicit nach vorne. Gut, Staffel Nummer 2. Das wäre dann Robin. Robin nach vorne. 2 nach 4. 1. 2, Robin ist der erste. 1. Die Nummer 3.
Marlon steht vorne im Blau, alle anderen dahinter. So, wir mischen mal schon gleich so ein bisschen das groß und klein, dass nicht die Großen vorne stehen, sondern die Kleinen mit reinnehmen. Auf der Bank machst du das, ja? Groß und klein immer wieder wechseln. Nummer 3. Nummer 4 nach vorne. Das müsste dann von Kim die Gruppe sein. Wo ist Kim? Kim hier in Türkis ist das erste. Ich will keinen Staffel machen. Ja, das ist Nummer 4. So. Nummer 4, Frau Teschner, bitte mitgehen. Zweite Bank von rechts. So, dann bleibt ja nur noch die Nummer 10 übrig. Das müsste ja der Rest sein, ein großer Rest, wie ich sehe. Und vorne ist Antonia. Simon hat mich schon. Staffel 10, der Kutscher ist vorne, hä? Der Kutscher zieht die Pferde. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Brötchen hinzu. Dann tschüss sagen und euch noch einen schönen Tag wünschen. Und tschüss. Tschüss sagen. Mini-Kindertag. Die Kindergartenkinder haben einen Rundgang durch die Stadt gemacht. Ja. Robin.
Hallo. Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, von Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir laufend zu sehen. In der nächsten Woche bin ich, Fürs Lange, wieder für Sie da. Die Leitung und Regie hat Julia Manero geführt. Ihr Lokalfernsehteam der Regionalschule am Schweriner See. Man sieht sich, Ihre Fürs Lange und Julia Sandra. Kindert kleinen und sein.